So, hallo zusammen. Also auch wieder T-Shirt-Wetter. Heute möchte ich euch zwei Optionen meines Lederröhrenköchers vorstellen. Der normale Original-Lederröhrenköcher, also mit Einzelröhren, wie man hier auch sieht, ist 8 Einzelröhren oder 7 Einzelröhren für 9 Pfeile, wo man dann zwischen zwei Röhren einfach zwei Pfeile noch stecken kann. Und bei 8 Röhren ist es im Normalfall dann einfach für jeden Pfeil eine Röhre. Hier habe ich jetzt eine besonders schmale Version. Also die normale Version ist 14 cm breit, sonst sind es dieselben Maße. Und hier eine schmale Version mit 11,5 cm und nur 6 Röhren für 6 Pfeile, genau, und das Papierfach für Stiftpapier, wie auch immer, genau. So schaut es aus. Da hinten optional eben zum Ausklappen zwei kleine Karabiner, zum Einhängen für irgendwas, genau. Und was ich mittlerweile auch hier gemacht habe, ist, ich habe das nicht mehr drehbar, also es ist nicht mehr verstellbar. Die Option wird einfach zu wenig genutzt. Das ist die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Deswegen habe ich das Ganze festgenäht. Man sieht es auch hinten. Ja. Dafür gibt es einfach hier insgesamt mehr Stabilität. Genau. Das mal eben die schmale Version. Und dann habe ich noch eine zweite Version. Das ist die hier als Beispiel. Die Breite ist wie bei dem normalen Lederröhrenköcher, nämlich 14 cm. Die restlichen Maße sind auch alle gleich. Hier, wie ihr seht, mit abnehmbarer Handytasche. Ja, so. Ich schreibe mal kurz den Unterschied zu dem normalen Lederröhrenköcher. Wie ihr seht, sind hier oben keine Röhren mehr. Dieser Köcher ist für 11 Pfeile gedacht. Ich zeige das mal jetzt hier. Also hier sind jetzt keine Einzelröhren mehr, sondern so Wellen, wo man jeweils einen Pfeil in diese Welle reinstecken kann. Da gehen bis zu 11 Pfeilen hinein. Genau. Ansonsten auch wieder hier das Papierfach. Stifte, Papierfach. Genau. Auch hier habe ich jetzt das einfach so gemacht. Ich nähe das fest. Stabilität ist einfach hier mehr gegeben. Hier ist jetzt auch wieder eine Jackklinge integriert. Und eben, wie gesagt, hier als Beispiel einfach eine Handytasche noch dazu, die man entweder hier ranstecken kann oder dann halt an den Gürtel oder weglassen. Wie auch immer. Genau. Das mal als Kurzvorstellung. So schaut es aus. Okay, dann wünsche ich viel Spaß beim Anschauen. Tschüss!